Hallihallo, liebe Leute, willkommen bei einer neuen Folge von Baufrom24TV. Ich habe euch ja versprochen, wir machen auch mal Quickchecks im Werkzeug- und Werkstattbereich. Und die bisherigen Quickchecks waren dann immer doch wieder relativ lang, weil es so viele Details gibt. Da kann ich nicht drüber weg moderieren irgendwie. Aber jetzt habe ich nochmal zwei Sachen, die mir ans Herz gewachsen sind und die wirklich sehr kompakt erklärbar sind, weil sie relativ einfach sind, aber einfach genial. Es ist nämlich einmal der Croc-Lock. Von Batavia gibt es auch als Triton. Geniales Gerät, zeige ich euch in einer anderen Folge diese Woche. Und dann diesen Stanley-Werktisch. Den habe ich noch nicht so lange, habe aber mittlerweile auch zwei davon. Du hast ja manchmal Locations, ob das in der Werkstatt ist oder unterwegs oder in der Garage, wo du mal ein bisschen was machen musst, was ein bisschen was werkeln musst oder einfach einen Tisch, einen stabilen Tisch als Ablage haben möchtest. Und da habe ich geguckt, was es da so gibt. Ich hatte zum Beispiel ganz früher mal so eine Black & Decker Workmate. Das war eigentlich so ein Mittelding zwischen dem und dem, aber war da nicht so überzeugt von, was es da heute so am Markt gibt. Das sah alles sehr wackelig aus und dann bin ich auf den Kollegen hier gestoßen. Wenn du jetzt den Tisch transportieren willst oder irgendwo hin, dann kannst du den eben zusammenklappen. Dann ist er lediglich so groß und wiegt 10,6 Kilo. Hier ist ein Griff zum Tragen, der ist gummiert, fühlt sich gut an. Außerdem ist hier auch noch ein Griff dran, kommt dann hier so raus. Ist nicht gummiert, liegt aber ansonsten bündig an. Stört also nicht beim Transport. Ja, und dann haben wir hier einen gelben Knopf, steht Push drauf. Und wenn wir den drücken, passiert Folgendes. Ich entriegel das Ganze, jetzt ziehe ich. Und das war's schon. Mehr ist nicht zu tun. Das ist ziemlich genial. Und genauso geht's andersrum. Wenn ich den wieder transportieren will, drücke ich die Entriegelung. Drückt zusammen, fertig. Hier unten die Beine, das ist alles relativ massiv. Hier steht noch ein Schild von wegen nicht einklemmen. Sollte man also die Finger nicht reinmachen. Und das System zum Aufstellen und zum Zusammenklappen ist wirklich genial einfach. Dann war so mein erster Eindruck, naja, wenn das Ding so einfach auszuklappen ist, ist es vielleicht relativ wackelig. Aber der steht, der Boden ist jetzt hier nicht ganz eben, aber der steht wirklich super stabil. Und er ist angegeben mit einer maximalen Last von 455 Kilo. Ich würde sagen, das probieren wir nachher nochmal aus. Ich habe den bei Amazon im Warehouse-Deal bekommen. Da war etwas günstiger, da habe ich ungefähr 90 Euro bezahlt. Dafür war hier eine Kante abgebrochen. Ist aber für mich okay, weil die Kante da stört nicht. Ich habe da noch einen zweiten Tisch dazu gekauft. Der kostete dann so um die 100 Euro. Verlinke ich euch unten. Die Arbeitsfläche ist ungefähr 85 x 60. Das geht nicht ganz auf einen Millimeter aus, weil kommt aus Amerika. Und ja, da haben sie halt zöllige Maße. Deshalb ist das nicht rund auf den Millimeter hier gerechnet. Passt aber soweit. Die Höhe der Arbeitsfläche ist rund 78 cm. Hier habe ich Löcher für zum Beispiel Bankhaken. Die haben einen Durchmesser von 20 mm. Und hier kann ich zum Beispiel eine Zwinge noch rein fixieren. Hier habe ich eine Breite von etwa 30 mm. Das Ganze ist dann 17 cm lang. Hier habe ich noch so eine Mulde. Weiß ich jetzt nicht, wofür die gut sein soll. Vielleicht fällt euch ja da was ein. Schreibt es mir in die Kommentare. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wie man hier Werkstücke drauf fixiert. Jetzt habe ich mir hier unser berühmtes Stück Buche aus unserem Hobeltest. Stammzuschauer kennen das, mal eingespannt, fixiert. Ja, und jetzt könnte ich hier das Werkstück bearbeiten. Ja, was man halt mit so einem Werktisch alles machen könnte. Ne? Einziger Punkt, der mir vielleicht ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist, dass man die Tischbeine nicht korrigieren kann oder eins davon. Das heißt, wenn der Boden nicht 100% eben ist, so wie hier zum Beispiel jetzt, dann muss ich was unterlegen oder es wackelt. Aber ich wollte ja noch mal gucken, was das Ding aushält. 455 Kilo habe ich jetzt hier nicht gerade da. Ich würde sagen, da hole ich mir mal eben Verstärkung. Mein Resümee, mein Fazit, geniales Produkt. Echt eine Empfehlung von mir. Link gibt es nochmal unten in der Beschreibung. Den Croc-Lock hier, das zweite kleine Helferlein aus meiner Werkstatt, das gibt es diesen Sonntag um 18:30 Uhr für euch. Ebenfalls ein Quick-Check. In diesem Sinne, macht's gut, bis dann und tschüss.